Moin Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Es ist Winter eingebrochen in Ostfriesland. Also es ist jetzt quasi East Friesland. Und hier, ja, es ist tatsächlich Winter. Das heißt, wir haben eine leicht angezuckerte Schicht hier drauf. Und wir haben minus 5 Grad. Minus 5 Grad, es kommt leichter Wind leider. Also für unsere Verhältnisse ist tatsächlich windstill, kann man fast sagen. Aber jetzt so langsam merke ich, dass der Wind aufkommt. Das Wetter ändert sich ja hier zweimal am Tag eigentlich so in der Regel. Und das heißt, ja, meistens kriegen wir dann immer zum Nachmittag hin Wind. Ne? Das ist leider so. Oder halt vormittags Wind, nachmittags windstill, aber in der Regel eigentlich nachmittags Wind. Je nachdem, ob das Wasser kommt oder geht. Ne? Das ändert sich ja immer. Wir sind hier halt... Ich glaube, weiß ich gar nicht, 10 Kilometer von der Küste weg, 15 vom Wasser, irgendwie so, also ganz, ganz nah. Deswegen haben wir auch so eine salzige Luft und alle Asthma-Patienten feiern das ja hier total, weil das total gut ist für die Atemwege. Ne? Als Einheimischer merkst du das aber nicht, weil du kennst ja nichts anderes. Ne? Wie dem auch sei, es ist arschkalt und ich habe ein bisschen nachgeholfen. Ich habe tatsächlich wieder meine Heizweste unter an. Ey, das ist echt... bitter kalt und ich bin so eine Frostbeule, muss ich ehrlich zugeben. Ich bin so eine Mimose. Ich komme eigentlich, ja, wohl her, Hitze mag ich auch nicht gerne, ne? Aber ich kann eher bei 36 Grad Holz spalten als bei minus 6. So, muss man sich warm arbeiten. Apropos warm arbeiten, worum geht es hier überhaupt? Wir müssen heute mit ihm den Sandhaufen wegfahren. Endlich, der Sandhaufen geht mir so auf den Zeiger, weil tatsächlich, ja, ich den Sandhaufen wegfahren wollte. Hier hinterm Paddock, dahinter soll der Sandhaufen. Den brauche ich ja noch für den Paddock und außerdem müssen wir hier noch ein bisschen was pflastern und dafür brauche ich den Sand auch. Aber er liegt mir hier halt total im Weg rum und deswegen ja, fahren wir den jetzt weg mit dem Hoflader. Ich hoffe mal, dass das klappt. Ich glaube aber schon. Ich habe ja keine Zähne an der Schaufel, aber ich denke mal, da soll ich so reinfahren und dann hier den Sand verfahren können. Müssen wir mal schauen, ob es klappt. Ich muss jetzt mal die Schaufel dran machen und dann hier geht das los. Alter, jetzt steht er hier aber auch schon wieder ein bisschen. Müssen wir mal ein bisschen glühen hier. Kein Problem. Markierung mehr gemacht, aber als Anhaltspunkt neige ich mich immer so ein bisschen rein hier, dann sehe ich nämlich, was die Schaufel macht. Ne? Aber es ist halt gefroren, ne? Aber geht. Hätte man auch deutlich tiefer gekonnt. So, und war meine Idee, das Ganze hier hinzukippen, weil hier später das Paddock auch ist. Also wir sind jetzt quasi auf der Rückseite von der Garage, hätte ich was gesagt, von dem Schuppen. Und hier soll das Paddock eigentlich hin später. Hier wird es aber auch schon wieder so ein bisschen weich, weil unter den Bäumen natürlich das nicht so friert. Aber das ist nicht schlimm, wir machen das hier, glaube ich, hin. Hier stört es uns nicht, hier haben wir auch keinen Stress mit Heu später, weil hier wächst sowieso kein Gras immer. Also lassen wir das hier hin. Genau, ist doch eine gute Idee. Das läuft auch super hier. Ja, hier wird es weicher. Dann schmeiße ich das hier so hin. Das stört.
stört mich das nämlich nicht. Die Schollen hier. So, hier sieht man nochmal schön die Schollen, wie dick die auch tatsächlich sind. Das ist schon was, ne? Ja, aber man merkt, also wenn du erstmal so reinfährst, dann hier hast du, als wenn du gegen die Wand fährst, dann musst du halt ein bisschen Gas geben. Wenn du erstmal durch bist, dann ist ja kein Thema, ne? Yoshi genießt das Wetter auch, ne, der Kleine. Und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, tatsächlich das doch hier vorne auf die Ecke zu schmeißen. Nach der ersten Schaufel allerdings schon, weil ich keinen Bock habe, dass ich hier jetzt am besten mich noch festfahre, weil hier ist natürlich unter der Geschichte ist natürlich weich, ne, unter den Bäumen, ne? Das heißt, das hier nehme ich gleich nochmal weg, kommt dazu und dann hier vorne ist nämlich wunderbar, sieht man ja, hier kannst du richtig, hier machst du nichts kaputt und ab hier wird es weich, ne? Dann schmeiße ich den Sandhaufen hier hin, holen wir den dann im Frühjahr, wenn es trockener wird, wieder. Weil wie gesagt, den brauchen wir zum Pflastern. Und pflastern können wir bei dem Wetter und wenn es nass ist, sowieso nicht. Von daher passt das ganz gut. Was mir gerade einfällt, denkt dran, die Akkus von den Fahrrädern. Ne? Ich hatte das schon mal irgendwie in einem Vlog, in einer Sequenz, glaube ich, mal erzählt. Im Dezember habe ich nämlich meine Akkus von den Fahrrädern rausgenommen. Aber irgendwie habe ich den Schnipsel, glaube ich, nie mit reingeschnitten oder ich habe den irgendwie verklebt, ich weiß es gar nicht mehr. Naja, denkt auf jeden Fall dran, Fahrradakkus von den E-Bikes, die mögen keinen Frost und dann legt die raus, ne? Am besten im Flur, schön 18 Grad, 17, 18 Grad Temperatur, das finden die gut. Am besten auch halb voll geladen, nicht ganz voll, ne? Das ist immer der beste Ruhezustand. Wenn ihr natürlich euer Rad auch im Winter jeden Tag braucht, dann trotzdem zum Frost raus die Akkus, aber dann braucht die natürlich nicht hier den Ladezustand beachten, ne? Da muss ich, glaube ich, mit dem Meißel beigehen hier. Oder warten, bis es hier taut. Dass ich den Kranz hier auch noch wegnehme. Weil hier fahre ich tatsächlich... Oh ne, ich kann ja besser... Nee, ich kann von der anderen Seite vielleicht nochmal versuchen. Dass ich dann gleich, wenn der Haufen weg ist, von der anderen Seite hier gegenfahre. Das ist so hart gefroren, das kannst du dir nicht vorstellen. So fest. Wahnsinn. Aber na gut, mein kleiner Radlader macht das hier schon. Bin ja immer noch total happy mit dem Ding. Muss ich wirklich zugeben. Also muss ich wirklich sagen,
von ganzem Herzen, das Ding ist, also ich bin immer noch total begeistert. Was er kann, was er soll, was er macht, klein, wendig, kraftvoll, ja, eigentlich genau mein Gerät. Bin ich echt froh drum, bereue ich kein Stück die Entscheidung, den gekauft zu haben, wirklich wahr. Das ist schon ganz super. Da merkst du erst, wie schwer so eine Scholle ist, wenn du die mal selber in die Hand nimmst, ey. Das ist ja der Wahnsinn. Ich meine, du hast das auch klitschnasses Zeug. Das hat ja richtig getrieft. Aber da merkst du immer erst, wenn du mit der Hand dabei gehst, was so eine Maschine dann in der Wirklichkeit leistet, ne? Das ist schon bemerkenswert, was die für eine Arbeit abnimmt. Und dann denkt man sich erst so, oh, ob da wohl nicht eine größere Schaufel noch vorkommen kann und so. Aber in Wirklichkeit, da ging, glaube ich, 0,4 Kubik rein. Also 400 Liter, knapp. Ich glaube 390 oder so. Und die voller Sand, das ist schon allerhand. Das darf man gar nicht unterschätzen. Deswegen, das geht nur aus Material. Das lässt man alles so, wie es ist. Da kann es besser mal mehr fahren. Da hat man dann, ja, mehr von auf Dauer, weil die Maschine halt auch nicht so leidet. Der macht schon genug, der Kleine. Also das ist schon von der Auslastung her in Ordnung. Ja, aber den letzten Rest, wie ihr seht, muss ich mit der Hand machen, weil da müsstest du halt eine Wand haben, wo du es gegenschieben kannst. Ne? Hört ihr das? Jetzt, wo das kalt ist, quietscht mein hier Knauf. Müsste mal mit dem Tropfen Öl dran machen. Ja, ich habe jetzt hier so einen schönen Kreis noch. Das ist festgefroren hier. Und wenn das jetzt um Null ist, soll jetzt irgendwie zum Wochenende wieder auftauen. Dann kommt das eben in die Karre und dann kommt das in den Paddock und dann ist das auch weg. Aber an sich erstmal das Gröbste ist weg. Und der Rest ist, wie gesagt, gefroren. So, und dann will ich die Chance des Frostes noch nutzen, um einmal hinten aufs Land zu kommen. Weil ich glaube, vom Sturm ist da was kaputt gegangen. Hier war ich ja, oder habe mich ja festgefahren beim Silvestervideo. Und das hier ist vom Pächter. Da hat er im Herbst die Tiere noch rausgeholt. Ja, war wohl auch ziemlich feucht. Ne? Hier ist unser Ententeich. Allerdings ohne Enten momentan, weil, ja, sieht man ja, ne, eingefroren. Aber das kann auch nicht so dick sein, die Schicht. Ich weiß auch jetzt gar nicht, wo die drei von der Tankstelle jetzt sind. Naja, auf jeden Fall ist das jetzt ziemlich nass gewesen oder ist immer noch ziemlich nass. Aber das war ja auch kein Wunder. Und hier geht es dann auch wieder, ne. Das ist, wie gesagt, nur einmal die Senke hier und dann, geht's wieder. Guck, da laufen die Ponys. Ich weiß nicht, ob man das sieht, da hinten. Da laufen die. Also Dumbbell läuft da. 1, 2, 3, 4, 5 Tiere. 5 Tiere Dumbbell. Und hier hat sich schon ausgefrostet. Hier ist nämlich auch wieder nasser. So, das sind ja die sogenannten Wallhecken. Die stehen ja unter Naturschutz und müssen auch gepflegt werden. Da gibt es so Förderprogramme für Waldheckenpflege und so. Ja, und hier ist aber auch ziemlich viel totes Zeug dazwischen. Und das habe ich hier von Weitem gesehen, vom Haus aus, dass hier irgendwas runtergekommen ist. Das ist aber aus der toten, muss ich mir ganz kurz überlegen, ist das aus der toten, ist das ziemlich dick, ne? Aus der toten Birke oder? Weiß ich nicht. Liegt hier auf jeden Fall nicht schon länger, weil man sieht es ja auch mit dem Weidezaundraht hier. Das ist jetzt, oder ist das da einfach nur umgeknickt? Der ist tot und einfach nur umgeknickt mit dem Sturm jetzt. Ja, okay. Das ist aber ja leicht gemacht. Das kann ich dann die Tage machen oder halt der Pächter, je nachdem, wer hier als erstes wieder hinkommt. Wahrscheinlich eher der Pächter, weil ich hab das ja verpachtet an ihn. Zwar immer nur auf jährlich und jetzt auch wieder nur bis zum, ich glaube, März, ne?
im März läuft das dann wieder aus und wird dann jedes Jahr wieder verlängert. Weil ich wollte das auf jeden Fall nicht auf 30 Jahre verpachten oder so. Weil Pachtrecht geht vor Kaufrecht. Das heißt, wenn ich das jetzt verkaufen wollen würde oder will es selber nutzen und ich habe es aber verpachtet auf, was weiß ich, 30 Jahre oder 20 Jahre oder von mir aus 5, dann kannst du dich auf den Kopf stellen, das ist dann halt verpachtet. Ne? Und da ich mich gerne mal so ein bisschen flexibel halten wollte, weil ich auch gar nicht weiß, was in der Zukunft überhaupt alles passiert, verpachten wir das immer auf jährlich. Ich meine, der Pächter weiß, dass er das weiter nutzen kann, das ist gar kein Thema. Aber du weißt ja, wie es ist. Und Verhof kommt oft. Und auf einmal brauchst du das Land dann selber, weil was weiß ich, keine Ahnung. Dann hast du den Salat. Ich habe übrigens jetzt gerade nasse Füße, weil ich gerade in eine Pfütze reingelatscht bin. Unterm Schnee ist es nämlich noch nicht gefroren. Durfte ich gerade feststellen. Ja. Aber das ist auf jeden Fall ja auch alles noch unser Land hier bis zu den Bäumen da hinten. Und dann so rum zu bis zu den Bäumen. Da ist ja unser Haus. Und da hinten seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht die Ponys bis zur Straße da. Also es ist irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Nun muss ich mal ganz kurz überlegen, wie war das denn auch nochmal? Das sind auf jeden Fall 6 Hektar insgesamt. Und ist das ein halber Kilometer lang, glaube ich? Ist das ein halber Kilometer? Oder ja, 600 Meter lang, logischerweise muss es ja sein. Und irgendwie, oder 500 Meter lang und 110 oder 120 breit oder so. Irgendwie so ist das Grundstück, ne? Also Platz genug für alle da, ne? Auf jeden Fall, wie gesagt, müssen wir eigentlich nochmal irgendwann mal so ein bisschen die Waldhecken pflegen, mal so ein bisschen ausasten. Vielleicht auch mal einen neuen Baum da reinsetzen. Ich meine, ein paar neue, frische Eichen sind da ja schon dazwischen. Aber dass man das Ganze sich nochmal vernünftig in Ruhe anguckt. Mit meinem Vater zusammen, der ist ja Landschaftsgärtner vom Beruf tatsächlich und der hat da auch Ahnung, dass ich dann mit dem mal einmal im Kreis laufe und er dann sagt, jo, der muss raus, das muss weg, das muss neu, hier muss was gemacht werden. Ne? So ein bisschen aufschreiben, ein bisschen Zettel, ein bisschen Plan machen und dann mal ein paar Jungpflanzen holen, ein bisschen aufforsten. Das wäre ja gar nicht verkehrt. Ne? Ist ja auch schön. Ich mag das ja auch gerne, diese Wallhecken. Ne? Diese Welle drum zu. Ja. Gut, so, da habe ich das auf jeden Fall auch gesehen. Ich dachte, dass da mehr los ist, aber dann war das in Wirklichkeit ja gar nicht so viel. Das können wir dann mal in Ruhe machen. Wo ich gerade noch hier bin, fällt mir jetzt gerade noch ein. Ich wollte das mal kurz zeigen. Ich habe jetzt da meine Schilder dran, ne? Hier, aufpassen. Ist das geil? Ich habe mir die mit Magnet bestellt. Und dann kannst du die nämlich hier überall einfach so... Ja, und sind sogar regelkonform, ne? Entsprechend genau den Vorschriften. Kannst du aber überall dran kleben, wo du willst. Das ist doch geil, oder? Fand ich total spitze, hat mir die jetzt bestellt. Kosten ein Stück 5er oder so. Aber dafür kann ich halt die Dinger abnehmen und da hängt nicht so ein hässlicher Aufkleber drauf. Weil sind wir mal ehrlich, schön sind die ja nicht. Ich meine, gut, okay, am Ende des Tages ist es ein Hoflader, spielt auch keine Rolle, aber trotzdem, so ist schöner. Jetzt kann ich die einfach abnehmen. Zum Beispiel jetzt brauche ich sie ja nicht mehr, nehme ich sie ab. Klebe die so lange von mir aus hier an meine Werkstattpresse und alles ist gut. Ich verlinke euch die übrigens in der Beschreibung und könnt ihr gucken. Genauso wie die Heizweste übrigens auch. Und dann hier. Und so. Und dann könnt ihr selber euch die auch bestellen, wenn ihr sagt, Mensch, das ist Rätselslösung. Ich brauche meine Maschine nicht verschandeln. Bin aber trotzdem bei Straßenfahrt regelkonform unterwegs. Besser geht's ja gar nicht. Und ja, wie gesagt, ich verlinke euch die Heizweste übrigens auch, verlinke euch auch, könnt ihr in Ruhe gucken und wenn das was für euch ist. Die Heizweste übrigens super, die ist echt geil, die heizt jetzt, das macht so viel aus, wenn du eben den Rücken warm hast, ja bei mir ja sowieso, ne? Ich bin ja eh, was das dann geht, seitdem mit dem Eisen im Rücken, wenn das Eisen kalt wird, dann tut das immer weh. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung, ich kann es mir medizinisch nicht erklären. Weil eigentlich soll man auch sagen, weißt du was, das Eisen da drin, das kann doch gar nicht kalt werden, ist ja voll im Fleisch drin, am Knochen dran. Das muss doch genauso warm sein wie der Rest, aber irgendwie, oder ob man sich das einbildet, dass wenn die Schrauben und das Eisen kalt wird, dass es dann wehtut, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall macht das zu viel aus, wenn man einen warmen Rücken hat und dafür ist die Heizweste super, weil die Brust wird warm und der Rücken auch und ja,
Das ist eine geile Sache. Brauchst nur eine kleine Powerbank dazu. Verlinke ich euch auch die, die ich habe. Die ist schön klein, schmal, handlich. Reicht den ganzen Nachmittag. Und kann man sich gut helfen. Guck, da sind die Entis. Ja, ihr kriegt jetzt was. Ihr habt ja gar nichts mehr, auch kein Wasser, ne? Das ändern wir jetzt. Haben sich auch voll Durst, die Kleinen, ne? Ja. Da haben sie Bock drauf. Ja, hier, Wasser, ne? Wollte ich gerade sowieso geben. Hier sind die Hühnis. Und dann wollte ich euch mal kurz meinen Pro-Tipp zeigen zum Thema Wasser. Habt ihr ja gerade gesehen, alles eingefroren. So, die Hühnis können jetzt sowieso raus. Da gebe ich denen dann immer noch mal so ein Schepp Körnerfutter. Das finden sie total gut. Dann geht das richtig ab. Und der Pro-Tipp zum Thema Wasser bei den Hühnern. Hier, das seht ihr, ne? Komplett durchgehärtet. Und hier nicht. Wie kann das? Geil, ne? Das ist so ein Grablicht. Kriegst du beim Woolworths für 1,25 Euro, glaube ich. Und dieses Außendrum zu habe ich jetzt mittlerweile auch verfeinert. Das ist hier von Ikea. Diese Besteck. Machen wir das mal ein bisschen sauber hier. So. Dieses Besteck hier. Besteckteil. Von Ikea für, ich glaube, 6 Euro oder was. 6,99 irgendwie so um den Dreh. Das ist einfach da unten drunter als ja, Kerzenständer. Keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Das habe ich gesehen beim Ikea durchschlendern. Ich denke, Mensch, ich denke, das muss doch mit Teufel zugehen, wenn da nicht dieses hier Grablicht oben von der Höhe reinpasst. Ja, tatsächlich passt das wunderbar da rein. Das ist super. Jetzt habe ich die Katze eingesperrt. Katze im Gehege, aber die soll doch wohl auch so wieder rauskommen. Komm her, Tür auf. Jetzt kannst du raus. Die hat mehr Angst vor den Händen als andersrum. Na, Tür lassen wir auf. Können Sie jetzt rausgehen? Ach, Denkfehler, scheiße. Hier. Haben wir schnell was gegeben. Ich habe den Enten noch gar nichts gegeben. Und wenn ich nämlich den Enten nicht erst was gebe, habe ich mich auch schon gehabt, so wie gerade eben, und lässt du die Hühner raus und dann gibst du den Enten was und wisst ihr, was passiert? Genau. Die Hühner fressen nämlich den Enten das Futter weg. Die kriegen nämlich auch immer hier dieses Getreidezeug, kriegen die Enten genauso wie die Hühner. Und wenn es richtig gut läuft, das hat mir nämlich ein Zuschauertipp, habe ich jetzt aber vercheckt, in Wasser einlegen das Getreide, dann quillt das auf, dann können die Enten das besser aufnehmen und dann fressen sie auch. Klehen sie auch nicht so viel, weil die klehen übelst. Und deswegen lassen wir auch immer schön die Hühner raus, nachdem die Enten was gefressen haben. Damit die Hühner nämlich tatsächlich das Futter rum zu wegsammeln, wegen den Ratten. Ne? Sonst haben wir so viel Ungeziefer hier wegen den Enten, weil die so mit Futter rumklehen, hast du anschließend ein offenes Buffet für die Ratten. Das wolltest du natürlich nicht. Und deswegen machen wir das immer, dass wir anschließend dann die Hühner freilassen. Also die sind sowieso immer frei. Und dann hier können die Hühner anschließend noch die Reste aufpicken. So, jetzt dürft ihr raus hier, Mädels. Jetzt dürft ihr raus. Die Enten haben aufgegessen. Übrigens haben die Hühner tatsächlich hier auch schon wieder alles aufgeschabt. Ich habe ja 2, 3 hier Dinger hingeschmissen. Hier IBC-Kisten voll Hackschnitzel. Ja, was machen die? Schaben da Löcher rein ohne Ende, ne? Naja, aber wir haben ja, habt ihr gesehen, mit Daniel zusammen genug gehäckselt. Das kommt da jetzt auch noch da oben drauf. Auch da werden sie dann wieder irgendwelche Löcher reinschaden, aber das ist dann eben so, ne? So, jetzt gibt es noch mal ein bisschen Wasser für die. Ja, guck hier, siehst du? Gerade rausgelassen, schon sind die ersten Kandidaten da. Nun gibt es noch ein bisschen Wasser. Hier, da kommen die nächsten. Bisschen Wasser für die Entis. Dann können die noch ein bisschen saufen. So, jetzt habe ich hier genug draußen rumgegeistert. Wetter ist herrlich. Ich räume jetzt noch mal ein bisschen auf. Muss noch ein bisschen Müll zusammenpacken.
Morgen ist nämlich Schwarze Tonne, glaube ich. Winter Wonderland. Heute sieht das richtig gut aus hier. Winter halt, ne? Also so richtig Winter. Wir haben es jetzt aktuell noch minus 3 Grad. Und die Heizung sagt, ja, 50 Grad Puffer. Momentan tatsächlich täglich müssen wir zweimal die Heizung anmachen. Jetzt habe ich allerdings die Pappe vergessen, weil zum Anzünden möchte die Heizung eigentlich immer ganz gerne Pappe haben. Dann nehmen wir dann immer die guten Versandkartons hier, die dann so überbleiben. Die kann man dann da gut zum Anzünden nutzen. So, hier ist ja seitlich die Öffnung für den, mit einer Hand ist immer so eine Sache. Hier ist so seitlich die Öffnung von dem Heißluftföhn. Dann falte ich das dann immer so ein bisschen vor. So. Jo. Jetzt zieht er den Staub da auch raus. Ich habe hier die eine Kiste schon leer und die andere machen wir jetzt. Am Anfang immer so ein bisschen, suche ich mir da so ein bisschen was Kleines raus hier, was dann relativ gut brennt. So packe ich mir das dann hin. Hier ist die Pappe. Hier so ein bisschen Kleinzeug. Das zündet dann schnell an. Übrigens, warum das hier so rußig ist, ne? Das ist normal, völlig normal, weil das ist ein hier Schwelraum hier. Das heißt, hier drin brennt das ja nicht. Hier verkuchelt das ja nur und zieht quasi diese Rauchgase runter und brennt dann da unten. Da unten drunter ist quasi die Brennkammer. Deswegen sieht das hier so aus, weil das hier halt einfach nur, ich sag mal blöd, drin rumkokelt, wenn man ehrlich ist. Also ist halt ein Holzvergaser, ne? Der oben vergast er halt das Holz. Dadurch entstehen halt diese Dämpfe und die ziehen nach unten und verbrennen dann sauber. So. Und jetzt ist es fertig. Jetzt macht er nochmal seine Unterdruckprüfung. Habe ich euch ja schon 130 Mal gezeigt. Und dann zündet er mittels heißer Föhn, der dahinter sitzt. Könnt ihr jetzt nicht sehen. Zündet er jetzt quasi seine Pappe an. Und somit die Holzkohle, die drunter ist, und dann halt den Rest. Das dauert jetzt nicht lange, dann kommt da oben Rauch aus dem Schornstein. Kann man mit bloßem Auge doch. Jetzt kommt der Rauch. Ja, jetzt hat er es angezündet. Das geht eigentlich immer recht schnell und dann brennt das. Meine Starting-Schlüssel läuft auch noch tipptopp. Und irgendjemand hat auch zu den Fugen nochmal geschrieben. Hier, weil ich ja den alten Zementmörtel, Zementmörtel war es, genommen habe, dass das nicht hart wird, weil das ja schon so alt ist. Nee, das ist alles wunderbar geworden. Und auch von der Farbe her sieht man eigentlich so gut wie gar keinen Unterschied. Das ist mir tatsächlich recht gut gelungen, muss ich sagen. So, jetzt geht's weiter. Ich habe mir was Neues bestellt für die Pferde. Gucken wir mal, ob das was ist. So, ich habe das Problem, oder allgemein hat man ja das Problem, dass das Pferdewasser eingefroren ist. Das ist natürlich jetzt äußerst schlecht, weil natürlich die Ponys auch was zu saufen brauchen. So, und nun habe ich eine Idee gehabt, wie ich das Ganze auftauen kann. Ich habe mir diesen Tauchsieder bestellt. Ich denke, Mensch, wie kriegst du das am besten hin, dass das Wasser auftaut? Weil es ist ja eine Kunststoffwanne, kannst du natürlich jetzt auch kein Feuer drunter machen. Und hier bei dem Heu und Stroh hier drin, da willst du auch kein Feuer machen. Das ist viel zu gefährlich. Also, Tauchsieder. War so eine Idee von mir. Ob das klappt, weiß ich natürlich nicht. Ich muss jetzt erstmal hier ein Loch reinhauen. So. Das ging ja schon mal relativ einfach. Und jetzt das Ding hier, hier reinhalten. Wie gesagt, friert halt alles zu hier, ne? Nun weiß ich natürlich nicht. Das ist ja, wird ja heiß, das Teil. Der brennt mir sicher dann durch den Boden. Schätze ich, weiß ich auch nicht. Das heißt, ich muss mir mal ganz kurz auf schnell eine Konstruktion basteln, wie ich am besten den Tauchsieder da oben halte. Ich glaube, ich habe da schon eine Idee. Ich habe hier eine Latte, eine ganz normale Dachlatte. Und wenn ich da jetzt, ja, das passt doch perfekt, hier ein Kabelbinder rum zumache, so ungefähr. Jo, habe ich jetzt einfach hier eingehangen, ne? Und somit hängt er jetzt, schwebt er in der Luft.
kann ich so wieder rausnehmen, ist jetzt nicht fest. Fängt an zu dampfen, das heißt, das Teil ist aktiviert. Dann würde ich sagen, lassen wir ihn jetzt einmal laufen und hoffen, dass das Wasser jetzt auftaut. Wie gesagt, ich will jetzt ja nicht das Wasser zum Kochen bringen, aber meine Idee war ja, dass man das dann auftauen kann, dass das Wasser zumindest mal auf 10, 15 Grad erwärmt ist. Die Ponys sind jetzt aktuell auf dem Land und wenn die dann wiederkommen, dann können die halt vernünftig saufen und haben dann nicht die ganze Zeit irgendwelche Eiswürfel drin. So war die Idee. Der Tauchsieder hat 1500 Watt. Den gab es auch mit 1000 Watt. Dann kostete der, glaube ich, 24 Euro. 1500 Watt kosteten, glaube ich, 26 Euro. Und 2000 Watt hätte dann aber 40 gekostet. Da habe ich mich dann für die 1500er Variante entschieden. Ich glaube, das reicht für unseren Zweck. Aber wie willst du sonst das Wasser auftauen, ne? So, nun gehe ich nochmal schnell zu den Hühnern. Und das habt ihr aber ja schon gesehen. Und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Ich habe nämlich noch eine Aufgabe zu erledigen. Heute ist was los hier, du. So, jetzt noch ein paar Verbreiterungen geschnitten auf 1,40 Meter. Ihr wisst ja sicherlich, Sonderanfertigungen sind bei uns auch kein Problem. Also wer Verbreiterungen haben möchte, in allen Längen, natürlich nur die Form ist begrenzt, also wir haben jetzt dann nur das eine Modell, dann hier ist das gar kein Thema, schreibt uns einfach auf mrmoto.shop und da einfach ins Kontaktformular und sagen, hier, ich brauche eine Verbreiterung, Länge, was weiß ich, 1,35, macht mir da mal einen Preis, dann kriegt ihr auch ein Angebot für eine Verbreiterung 1,35. Ne? Original ab Werk sind die 1,20 Meter, die Originalen. Wenn ich die zuschneiden muss, kommt da immer noch ein kleiner Zuschnittsaufschlag drauf, ist ja ganz klar. Aber wenn ihr natürlich jetzt so Stock von der Stange nehmt, quasi 1,20 Meter Länge, dann hier passt das ganz gut. Dann kriegst du die natürlich ganz normal zu dem angebotenen Preis auf der Homepage. Und was ich noch sagen wollte, Verbreiterung, viele meinen, ja, hier meine muss 5 cm länger sein. Ich habe das Maß genommen von meiner Verbreiterung, sprich so wie es halt original war. Und da ist das auch nicht bis zum Rand. Ich finde das auch ganz cool, wenn das ein bisschen kürzer ist. Finde ich ein bisschen stylischer. Und genauso in dem Format ist die Verbreiterung auch quasi eine Kopie von diesen hier, die, also sprich, das ist ja so eine, die wir im Shop haben. Also wer auch so eine haben möchte, auch vom Style her, genau wie dieses Retro-Design, dann habe ich die euch unten in der Videobeschreibung verlinkt, wie gesagt, www.mrmoto.shop. Die Dinger halten, das ist Kautschuk und kein Weich-PVC, was dann irgendwann spröde und brüchig wird. Diese hier, guck, wir haben minus 5 Grad, die kannst du biegen, wie du willst. Da passiert nichts dran. Also seid ihr so, wie es ist. Formstabil, echt und qualitativ einfach nur hochwertig. Und darauf kam es mir an. Ich habe die Dinger erst, das geht schon seit 2019 mit der Entwicklung von den Verbreiterungen, habe ich euch schon mal erzählt. Ich habe die jetzt wieder auf dem Dach. Ich hatte die 2 Jahre auf dem Dach und danach ein Jahr am Trecker. Und die Verbreiterung habe ich wieder abgebaut. Die ist immer noch heile, kannst du immer noch flexibel biegen. Und jetzt ist die wieder auf dem Dach. Da oben, seht ihr sie? Da ist die Verbreiterung auf dem Dach. Im Eis und Schnee und wird da auf Herz und Nieren geprüft. Weil, ja, interessiert mich natürlich selber, wie lange sowas hält. Die kann ich jetzt auch runterholen, die ist flexibel. Und genauso soll es sein, das ist halt einfach Qualität, worauf ich geachtet habe. Ne? Also da wird auf jeden Fall nicht am Material gespart. So, also, jetzt geht's aber weiter. So, nächster Einsatz. Panzer frisch renoviert, kannst du bald sagen, ne? Quasi erster Einsatz. Ihr hört, das Öl ist kalt, das Öl ist wirklich kalt und dann muss die Hydraulikpumpe so viel Kraft aufwenden, dass der Motor mit seinen 10 PS oder 9 PS Diesel, was er hat, dann schon zu kämpfen hat. Deswegen lasse ich ihn ein bisschen im Stand laufen, die Hydraulikpumpe an, dass das Ganze dann schön durchläuft. So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Ich habe mich jetzt entschlossen, dass ich jetzt tatsächlich nochmal den Baumstumpf da hinten, also diese Birke da wegsäge. Das heißt, ich habe jetzt gerade die Solo rausgeholt. Ich habe nämlich überlegt, welche Säge nimmst du. Ich habe jetzt da relativ viele zur Auswahl tatsächlich. Und die Solo habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Und ich habe die tatsächlich leider vergessen. Das ist ja die Säge, die ich, weil ich den Unfall hatte,
letztes Jahr benutzt habe. Also ich habe die 261 von Sebastian an dem Tag benutzt, wurde also sprich zu dem Zeitpunkt, wo ich den Unfall gehabt habe, Sebastian seine neue Säge benutzt. Das ist quasi die Unglückssäge in Anführungsstrichen, da kann die ja nichts für. Auf jeden Fall hatte ich an dem Tag die 026 mit und diese Solo hatte ich mit. Und ja, ich glaube, seitdem habe ich die auch, berichte ich mich, aber ich glaube seit, oder habe ich die danach nochmal benutzt? Auf jeden Fall habe ich die schon lange nicht mehr benutzt. Naja, und irgendwie, leider Gottes, auch irgendwie so weggestellt, aber nicht mehr sauber gemacht. Schande über mein Haupt, habe ich leider vergessen. So, dann muss ich mal gucken. Auch das sieht noch gut aus, Kettenspannung passt auch. Dann muss ich mal gucken, was die Füllstände sagen, ob da noch was drin ist oder nicht. Das ist ein bisschen blöd bei den Dingen, musst du immer Werkzeug haben. Na, die Welt ist das nicht mehr. Auch nicht. Ich brauche mir Gott sei Dank über Kraftstoffentmischung keine Sorgen machen, weil wenn die Säge jetzt tatsächlich ein Jahr lang stand, bei normalen Mischungen müsste ich jetzt den Sprit ablassen, entsorgen oder in Rasenmäher reinkippen und neuen Sprit draufkippen. Dadurch, dass ich aber ja Sonderkraftstoff fahre, hält der 2 Jahre. So laut Hersteller zumindest soll er 2 Jahre halten. Da fragen auch immer ganz, ganz viele, was ich denn jetzt benutze. Immer noch schon seit eh und je eigentlich hier Wartner. Wie nennen Sie es? ProFuel 2. So, verlinke ich euch in der Beschreibung. War letztens wieder im Angebot für 19,99 € 5 Liter. Das ist tatsächlich günstig für Sonderkraftstoff. Und Normalpreis ist, glaube ich, 24,99 €. Sage ich so tatsächlich auch ein normaler Preis. Aber 19,99 € war letztens wieder ein Deal im Angebot. Ich glaube, vor Weihnachten. Das war schon super. Da muss man eigentlich immer zuschlagen, wenn solche Angebote sind. Einmal tanken. So, beim Haftöl, meine persönlichen Erfahrungen tatsächlich, ich habe nur diesen Stieleinfüller, den ich benutze. Ich hatte den schon mal von einem anderen Hersteller, die günstiger sind. Und tatsächlich kommt da der Stoff nicht aus der Flasche. Das ist tatsächlich ein Problem. Das Einzige, also im Sommer kein Thema, aber jetzt gerade im Winter, wenn das Zeug ist wie Sirup, da ist tatsächlich der Stielhafteinfüller, den kriegst du auf Amazon, ich verlinke euch den, genauso wie den Benzineinfüller. Wobei da ist die Marke nicht so entscheidend, aber beim Öleinfüller, die anderen, ey, du kriegst den Scheiß da nicht raus, ne? Da habe ich schon so gekämpft, ey, da ist tatsächlich der von Stiel der Beste. Meine Erfahrung, ne? Nicht, dass ihr mich festnagelt. So, mal gucken, was der Kollege sagt hier, ne? Ich weiß nicht, wie lange das Ding jetzt nicht gelaufen hat. Na. Da war das Ding doch schon. Willst du viel Sigmund Stiel oder wie heißt es auch noch? Alter. Der lief doch schon. Ich könnte jetzt auch einfach meine Echo nehmen. Bin mir ziemlich sicher, dass das Ding läuft. Aber eigentlich läuft die hier auch eigentlich. Passt der wieder nicht. So, nächster Versuch, ne? Läuft doch! Jo, siehst du, die Stiel läuft. Ich habe es aufgegeben tatsächlich, weil die andere Solo hat letztens auch nicht gelaufen.
da war tatsächlich die Membrane hart. Das erzählte nämlich mein Mechaniker, der hier die Kettensäge repariert. Der sagte nämlich, von dem Sonderkraftstoff, da geht tatsächlich die Membrane kaputt. Die wird hart, das Material härtet aus von diesem Sonderkraftstoff. Das hast du bei normaler Mischung nicht. Dafür hast du halt ja, nicht so viele Emissionen, glaube ich. Also diese normalen Abgase sind nichts, meine ich gerne. Und Daniel zum Beispiel kriegt da immer Kopfschmerzen von den normalen Abgasen, von der Sonderkraftstoff nicht. Und ich persönlich finde halt super, dass man das nicht austauschen muss nach dem Winter. Auf der anderen Seite, ja, die Membrane nach, was sagt er auch noch, 6, 7, 8 Jahren sind die durch. Da musst du halt einmal neu machen. Habe ich jetzt bei der Solo gemacht. Hat mich mit neuer Kerze, ich glaube 60 Euro hat es gekostet. Hat er wieder komplett fertig gemacht, neu eingestellt. Läuft wieder wie Sau, die große Solo. Ja, und die kleine wird wahrscheinlich jetzt das gleiche haben. Ne? Die ist ja auch ein bisschen älter sogar noch. Jetzt habe ich die 026 Stiel eingepackt und nun fahren wir mal los. Das Öl sollte mittlerweile auch in Ballung sein. Oh, das hört sich gut an. So, einmal Durchgang verschaffen hier. Vorne interessiert das noch nicht mal. So, deswegen wird es heute noch gehen, weil ich glaube morgen oder übermorgen haben sie Tauwetter gemeldet und Regenfutter. Da brauche ich hier nicht mehr langfahren. Ich weiß nicht, ob man mich verstanden hat, aber die Lenkung so gut hat die bei uns noch nie funktioniert. Das ist echt gut. Das Einzige, was ich höre, ist die ganze Zeit irgendwie gefühlt diesen Riemen quietschen. Das heißt, dieser Antriebsriemen, dieser Übersetzung, den haben wir natürlich jetzt ganz vergessen, aus der Acht gelassen. Das ist der Riemen, der hier das spannt. Und ich glaube, dass der zu locker ist, weil man braucht auch nicht wirklich Widerstand dafür. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir den tatsächlich noch spannen müssen. Der Jaul säuselt die ganze Zeit, glaube ich. So, naja, auf jeden Fall, den Kollegen kennen wir ja. Und den müssen wir jetzt eben einmal zurechtschneiden. Zumindest mal hier auf kurze Stücke, dass das, was übersteht, weg ist. Das ist ein Fall für ein Osterfeuer, braucht man nichts drüber sagen. Das ist noch nicht mal Brennholz. Das ist, glaube ich, gar nichts. Nee, es ist richtig weiches Zeug. Aber egal, wir schnibbeln das mal kurz weg. Und ich habe leider meinen Helm vergessen. Ist mir jetzt gerade aufgefallen, wo ich hier war. Das heißt, ja, da laufe ich jetzt nicht nochmal ganz zurück. Also mal kurz Augen zu und durch. Bisschen mehr Standgas könnte gebrauchen, oder? Ja. So, nur die nötigsten Schnitte jetzt ohne PSA, weil ohne Hose ist eine Sache, das ist auch schon scheiße, aber ohne Helm, das ist mir mal gar nichts zu, ne? Dann fliegt dir was ins Auge, Äste und
Deswegen, also das ist jetzt nicht so cool. Wie gesagt, Helm habe ich einfach vergessen. Und Hose auch nicht wirklich dran gedacht, muss ich sagen. Das ist immer, wenn diese, weißt du, im Wald, ne, da ziehst du die Hose an oder wenn du jetzt da draußen Stämme sägst. Aber dieses Mal eben schnell zwischendurch, weißt du, Kamera schnell am Säge los und dann fällt dir ein Scheiße. Hose vergessen, Helm auch, Scheiße. Weißt du, dann kannst du schon wieder lassen. Aber wie gesagt, das hier ist wirklich nur Osterfeuer. Da kannst du nichts mit werden. Den großen Stamm, den lasse ich da jetzt auch drin liegen. Wie gesagt, den müsste ich dann klein schneiden. Nochmal mit vernünftiger Ausrüstung, ne? Oder man lässt ihn halt für die Tierwelt. Das ist vielleicht auch, glaube ich, genauso gut, ne? Dass man das einfach da lässt, wo es ist. Oder ist das vielleicht genauso gut, wenn das alles hier bleibt? Können da vielleicht Käfer und so noch drin nisten? Ich weiß nicht, was da jetzt der bessere Weg ist auf so einem Wall. Ob man das darf? Keine Ahnung. Sonst würde ich ja fast sagen, weißt du was, wir legen das alles dahin. Dann kann die Tierwelt sich daran ja bedienen. Das stört ja keinen, weißt du? Ist ja eigentlich auch so eine Naturhecke, Naturwall. Würde ich jetzt fast behaupten, dass da so ein bisschen noch hier Leben drin sein könnte, ne? In so einer Hecke hier. Ich weiß nicht. Jetzt ist ja mal guter Rat teuer. Wenn ich das jetzt da hinschmeiß, dann sagen mir alle, nö, das darfst du nicht. Und wenn ich das jetzt mitnehme, dann sagen alle, jo, wieso hättest du das liegen lassen können, weißt du? Das ist ja mal das Ding. Ich meine, viel ist das nicht, ne? Wenn ich das da einfach nebenlege, lass das doch wachsen, oder? Weil rechts und links sind junge Bäume daneben. Könnte dann ja theoretisch dazwischen vergehen eigentlich, oder? Ich mach das jetzt einfach. Wenn ihr mir sagt, dass das scheiße ist, dann hole ich es da weg. Ist ja kein Problem. Ich müsste dann ja sowieso theoretisch nochmal den großen, dicken Stamm aufsägen. So, das ist mein Beitrag zum Insektenhotel. Ich glaube, für die Natur ist es echt nicht verkehrt. Wie gesagt, ich habe jetzt nur ein paar Schnitte gemacht, so viel wie nötig. Und dann, glaube ich, kann das hier doch so liegen bleiben. Das stört doch keinen, das kann da vergehen. Daneben sind junge Bäume, die wachsen da jetzt hoch. Da in der Mitte kann eh nichts wachsen oder soll nichts wachsen. Ich glaube, das tut keinem weh. Und das Holz ist eh nicht viel wert. Auf dem Osterfeuer hätte es auch nichts gebracht. Mein Gott. Ja, und nächster Punkt. Ja, das stimmt. Das ist ja verpachtet hier. Eigentlich habe ich hier gar nichts drauf verloren. Wobei, ich glaube, der Wald, ich weiß nicht, ob der Wald da mit verpachtet ist, wahrscheinlich schon. Aber ich und mein Pächter sind da sowieso, so kann man sagen. Also das läuft. Und er darf seine Tiere ja im Sommer zum zweiten Schnitt hin, darf er seine ganzen Tiere bei mir laufen lassen. Da will ich auch nichts für haben. Und im Gegenzug kann ich hier auch auf dem Land rumfahren und machen. Ich mache ja nichts kaputt, das ist schließlich auch mein Eigentum. Von daher bin ich ja bescheuert, wenn ich hier was kaputt mache. Und dann fliege ich das auch. Und wenn ich da mal sehe, dass hier so ein, so wie jetzt gerade, so ein Weidezaundraht runtergedrückt ist vom Ast, dann säge ich das auch weg. Ne? Weil er ist ja auch nicht so oft hier. Kann er ja auch nicht. Weil, der muss ja sich um seinen Hof, der ist ein paar Kilometer weiter, kümmern. Ach guck, Yoshi ist auch da, wenn man ihn sieht. Ne, von daher, das passt ganz schön und das läuft. So, dann fahre ich wieder zurück mit leerem Panzer. Ich dachte ja, dass ich das gleich mitnehme, aber dann hätte ich auch tatsächlich hierher laufen können mit der Säge und dann wäre jetzt auch kein Stress gewesen. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle war es das für dieses Video. Mit leerem Panzer geht es jetzt wieder zurück. Bei dem schönen Wetter verabschiede ich mich von euch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch und wünsche euch auf jeden Fall noch eine wunderschöne Restwoche. Und dann sehen wir uns Samstag wieder. Für euch alles Gute. Bis dann. Tschüss. Doch noch nicht zu Ende das Video. Anfängerfehler. Tauchsieder vergessen. Und wisst ihr was? Seht ihr das? Das dampft. Wie warm ist denn das? Oh ja. Das ist aber... Oh, das ist wirklich warm. Weiß nicht, geschätzt. 40 Grad. Hat das wohl. Wie lange ist das jetzt her? Eine Stunde. Stunde her. Na, eine Stunde und das Wasser dampft. Ja, okay, gut. Ist mir das auch schon wieder von Frost auf 40 Grad plus eine Stunde. Ja, kann man machen, sollte man aber nicht. Also funktioniert, aber
Darf man auch nicht vergessen. Bitte nochmal an die Pferdebesitzer oder allgemein Tierbesitzer, die solche Wannen haben. Wie macht ihr das? Wie handhabt ihr das mit einfrierendem Wasser? Erzählt mir das gerne mal. Also, jetzt aber. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.